Willkommen zurück zu The Legend of Zelda. Wir sind hier beim Terra-Tempel, den haben wir zuletzt abgeschlossen, erfolgreich abgeschlossen. Und ja, ich würde sagen, gehen wir mal hier raus. Ich bin mir nicht sicher, ob Medoli auch schon draußen ist. Werden wir aber sehen. Sieht mir nicht so aus, ist mir aber auch egal. Gehen wir mal zum Leuenkönig, mal schauen, was er zu sagen hat. Er hat ebenfalls nichts zu sagen, okay. Weil wir sehen schon, hier das Ziel ist auf jeden Fall weg. Das heißt, bleibt nur noch der Tempel hier oben. Doch zuvor müssen wir wieder einiges erledigen. Wie wir es auch gewohnt sind. Ich habe da so einen kleinen Fisch gesehen. Den werden wir natürlich auch noch gleich nehmen. Allerdings erstmal den Taktstock schwingen. Und zwar ändern wir nämlich die Windrichtung Richtung Osten. Osten müsste stimmen, weil da müssen wir zuerst hin, weil es gibt noch ein paar Sachen, die wir erledigen müssen, wie immer. Oh, nicht die Bomben, sondern das hier. Dann erstmal den Fisch, damit wir die Insel hier nämlich auch wieder haben. So. Zeichnen uns erstmal schön die Seekarte ein. Hey, ja, sehr nett, dankeschön. Und das ist nämlich die Terra-Insel. Ganz genau. Was für einen Tipp hast du? Gibst du in die Höhle, deren Eingang wegen diesem heftigen, schweren Felsen unzugänglich ist, da würdest du schon ganz gerne mal einen Blick hineinwerfen, was? Aha, ich kann es dir nicht verdenken. Und da ich ja kein Unfisch bin, will ich dir mal was ganz Fantastisches verraten. Reise 4 Regionen nach Norden und 3 Regionen nach Osten und du kommst zur Ignisspitze. Da findest du ein Artefakt, das dich jeden noch so schweren Gegenstand spielend leicht hochheben lässt. Damit wird dir auch der riesige Felsbrocken hier nur wie ein besserer Kiesel vorkommen. Das wär's aber schon. Ja, die Information hätten wir durchaus gebrauchen können, wenn wir nicht schon drauf gekommen wären, uns selbst die Kraftarmbänder zu besorgen. So, jetzt gibt es nämlich ein paar Sachen, die wir besorgen müssen. Muss ich auch gerade selbst mal überlegen, was es jetzt erstmal zu tun gibt. Fahren wir erstmal hier lang. Und zwar. Achso, Moment, da ist erstmal ein Fisch. Oh, falsch. Erstmal ein Fisch. Da wollen wir natürlich auch gleich mal die Seekarte aktualisiert haben. Und das da vorne. Ach, das sind schon die Möwen. Genau, das ist nämlich das nächste, was wir machen müssen. Ich würde sagen, erstmal zum Fisch, danach zu den Möwen, obwohl die Möwen näher sind. Ich habe auch keine Lust, dass der Fisch dann wieder ganz woanders da ist. Und wir wieder suchen dürfen. So. Und zwar müssen wir dann nochmal zu den Möwen hingehen, weil da gibt es nämlich noch was zu tun. So, du gibst mir erstmal hier Seekarte und so weiter. Yeah, das ist zwei Augenriff. Und eine nützliche Information. Hier gab es mal eine unfassbar schöne Fee, die einen mit der Gabe magischer Energie beschenkte, aber in letzter Zeit habe ich sie gar nicht mehr gesehen. Aber jetzt, wo dieser grässliche Riesenkrake hier sein Unwesen treibt, kann ich es der Fee nicht verdenken, wenn sie sich in ruhigere Gefilde aufgemacht haben sollte. Oder wurde sie vielleicht gefressen? Nein, es kann einfach nicht sein. Das wär's mal von mir, bla bla. So, jetzt kommen da nämlich auch die Möwen ins Spiel. Denn, ja, wir werden jetzt jemandem begegnen. Man sieht's auch. Oh, ja. Hallo, netter Krake. Ich weiß nicht, ob der Bumerang wieder kommt. So. Ist eigentlich ganz einfach. Man muss einfach nur hier, wow, richtig schwer Bumerang auf ihn werfen. So. Er hat nur 4 Augen. Also ist noch richtig leicht zu treffen, alle gleichzeitig.
wenn man... Ah, jawohl. Wenn man auch alle hat. Ich bin mir gar nicht sicher. Ich glaube, jedes Auge muss 4-5 Mal getroffen werden, bis es mal kaputt geht. Ah, die drei Augen vorne sind schon mal kaputt. Bleibt nur das eine Auge hinten. Und jetzt dürfte es auch gewesen sein. Bestens. Hat ja schon mal sehr gut geklappt. Und da taucht sie auch auf, die Fee. Junge, der du die Winde erwächst. Dank dir wurde ich von diesem grässlichen Monster erlöst. Zum Dank will ich dich ein wenig mit meinen Kräften bereichern. Yeah, deine maximale magische Energie ist gestiegen. Wow, wir haben jetzt einen doppelt so großen Balken. Deine maximale magische Energie beträgt nun das Doppelte der bisherigen Menge. Boah, ist das geil. Ich bete, dass wohin auch immer du gehen magst, dich ein dir gewogener Wind begleitet. Dankeschön. Das ist doch mal etwas, was wir wirklich gut gebrauchen können. So einen richtig schönen Batzen magische Energie. Unser nächstes Ziel ist jetzt erstmal hier. Diese Insel, die noch verdeckt ist. Die erstmal aufdecken und dann müssen wir da nämlich noch was erledigen. Und dann können wir erst zum Tempel gehen. Und der nächste Tempel wird hoffentlich nicht so anstrengend wie der Tempel davor, weil der Terra-Tempel war schon, also für mich, für mein Empfinden wirklich deutlich anstrengend mit dem Licht und dem ganzen Zeugs und die Gegner. Aber war ja, war auch machbar, also war nicht unlösbar. Ich kann mal gucken, ich glaube, wir müssen da lang. Es dürfte hinkommen. Ja, da hinten gar nicht lang, sondern genau die Insel hier vorne. So, wir werden noch sehen, was da vorne los ist. Erstmal gucken, ob ein Fisch in der Nähe ist, weil die Insel haben wir nämlich gar nicht eingezeichnet. Und sehen wir da jemanden? Erstmal noch nicht. Ah, wir sehen jetzt. Das ist die Insel. Ich glaube, man sieht schon, es ist schön mit Eis bedeckt. Da kommen wir so einfach nicht dran. Erstmal zum Fisch. Mal gucken. Eventuell hat er ja eine nützliche Information für uns. Hallo, kleiner Fisch. Erstmal kriegst du schönes Futter von uns. So, ja, zeichne erstmal ein und dann gib uns den Tipp. Die Firninsel. Sehr gut, da müssen wir auch hin. In diesem entsetzlich kalten Gletscher soll ein sagenhafter Schatz schlummern. Dumm ist nur, dass man sich beim Versuch, ihn zu holen, nicht nur ein, zwei Frostbeulen holt, sondern wohl gleich gänzlich als Eiszapfen endet. Aber 4 Regionen im Norden und 3 Regionen im Westen von hier soll es ein Artefakt zu finden geben, mit dem man einfach alles schmelzen kann. Sollte ich vielleicht besorgen, bla bla bla. Und ich glaube, es sollte eine leichte Anspielung sein auf unseren Bogen. Oh. Er hat uns gesehen. Okay, ich würde sagen, wir probieren es mal mit unserem Pfeil. Ah, sehr gut, muss man dann den Kopf treffen. Und ihr seht schon, es läuft wieder eine schöne Zeit ab, 5 Minuten. Und da müssen wir jetzt rein und wieder eine schöne kleine Aufgabe erledigen. Ich kann mal gucken, wo der Weg da ins Innere ist. Oh. Nein, falsch. Wenn wir schon eine Kiste finden, dann können wir die auch gleich öffnen. Zeit bleibt stehen. Wir haben noch 4,5 Minuten. Ist, glaube ich, auch ausreichend. Oh, eine Schatzkarte. Okay. Klar, warum denn nicht? Die können wir auch gerne mitnehmen.
Ja, komm. Ist es in Ordnung? Jetzt lass mich bitte den Weg da reinfinden. Und ich bin ratlos. Sehr gut. Oh, die Zeit läuft ab und ich finde keinen Weg rein. Das ist alles zu hoch hier. Ah, das sieht mir doch mal nach einem hervorragenden Weg aus. Ah. Verdammt, wo ist denn der Eingang? Wow. Okay, wir verschwenden richtig schön Zeit. Ich weiß nicht, wo der Eingang ist. Ah, da vorne. Oh Gott. Ja, Link, ich gebe mein Bestes. Oh Gott, wie soll ich denn da rüber? Oh, ich muss springen. Okay. Okay, 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 okay. Link, alles in Ordnung. Es scheint zu funktionieren. Jawohl. Okay, wir haben noch 3 Minuten. Wir haben jetzt 2 Minuten verschwendet, um den Weg erstmal zu finden. Jetzt mal gucken, was uns hier drin erwartet. Okay, Eis. Eis. Eis ist sehr gut. Eis ist sehr gut. Ich hasse Eis. Wir müssen irgendwie da rüber. Oh nein. Okay, die Zeit lässt nicht so viel zu. Ah, ich sehe schon, da dürfen wir wieder unseren Pfeil und Bogen benutzen. Ach, Feen, toll. Brauche ich auch so dringend. Okay, ich darf nicht getroffen werden. Oh nein. Sag bloß nicht rutschen. Oh Gott. Oh yes, hat funktioniert. Wir haben noch 2,5 Minuten und wir können uns den Gegenstand hier rausschnappen. Dann sind wir hier nämlich auch fertig. Tada, die Eisenstiefel. Sehr schön, die machen uns nämlich schwerer. Ich glaube, die sind nicht automatisch ausgerüstet. Nein, da sehen wir es. Die müssen wir ausrüsten. Wir können es gerade mal probieren und zwar hier bei diesem Wind. Aha. Ist das ein Ausgang? Oh. Wo? Ah, hier sind noch Gegner. Wow, okay, das wusste ich jetzt nicht. War auch nicht geplant, dass ich jetzt hierher komme. Oh, noch mehr Gegner. Oh. Oh, du bist ein großer. Der hält deutlich mehr aus als die anderen. Okay. Deutlich mehr sieht, glaube ich, anders aus. Waren das alle? Yes! Oh, wir kriegen sogar noch eine Kiste. Cool, zum Glück sind wir da dann noch rein. Mal gucken, was da drin ist. Ich vermute mal, ja, eine Schatzkiste, mehr nett. Das wäre jetzt auf jeden Fall meine Vermutung. Kiste, nein, Ausgang. Da ist noch so ein Dingens. Da ist die Kiste. Ja. Jetzt. Wow, ein orangener Rubin. So viel wert wie 100 grüne. Ja gut, ist ein netter kleiner Bonus, den wir hier bekommen. Und jetzt müssen wir uns nämlich auf zur nächsten Insel machen, also zum nächsten Tempel. Ah, wir sind draußen, das ist doch mal sehr schön.
Okay, ich weiß nicht, was passiert, wenn wir hier im Wasser landen. In dem eiskalten Wasser. Ihr habt doch gemerkt, der Countdown ist beendet worden. Der wird auch, glaube ich, nicht wieder anfangen zu laufen. Jetzt kann man gucken, wo haben wir... Oh Gott, Gegner. Wo haben wir nämlich... Wo haben wir unseren Leuenkönig geparkt? Ah, ich sehe es auf der Map. Ganz mini klein. Da hinten ist er. Und es wird wieder Tag. Man sieht, man kann es auch hier benutzen, dann rutschen wir nicht weg. Also den Gegenstand werden wir jetzt auch gebrauchen, um auf die nächste Insel zu gehen.